Hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt habe ich mir extra eine Plane aufgehängt für den Fall, dass es regnet, und jetzt regnet es nicht. Und wenn ich jetzt unter der Plane hocke, dann hocke ich im Schatten und drumherum ist die helle Umgebung und deshalb blöd. Und deshalb sitze ich jetzt doch draußen. Tut überhaupt nichts zur Sache, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ja, der Anlass für dieses Video sind jetzt, die Anlässe. Es sind drei Stück. Erstens habe ich hin und wieder mal einen Kommentar auf dem Kanal, beziehungsweise auch woanders, der so in Richtung geht von wegen, oh, wir haben ja eh schon so wenig Wald und och, die Natur ist ja so arm dran bei uns. Gut, je nach persönlicher Auffassung, persönlichem Empfinden mag das durchaus stimmen, da will ich auch gar nicht widersprechen, das ist ja jedem seine eigene Sache, wie viel Natur er für sich persönlich benötigt, um damit zufrieden zu sein. Das, also wie gesagt, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem, was wir an Wald haben, dann kann ich das gut verstehen. Das ist also jetzt nicht als Kritik an diesem Kommentar gedacht, beziehungsweise Kommentaren in diese Richtung, das sind jetzt schon einige. Es ist nur so, dass ich das ein bisschen, ich möchte mal gerne meine Darstellung dazu einfach mal abgeben. Wie gesagt, aber man darf das trotzdem, trotz meiner Darstellung, gerne auch weiterhin so sehen. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Es hat mich nur zum Nachdenken angeregt. Zweiter Faktor ist, dass ich ja vor kurzem, so lange ist mittlerweile schon ein bisschen her, Der Wald, ein Nachruf vom Peter Wohleben gelesen habe. Wenn euch das kein Begriff ist, das ist so der Förster, der dauernd Bücher schreibt, den alle anderen Förster nicht mögen, weil er gerne den Rest der Forstwirtschaft, sagen wir mal, als für unkompetent hält. Wer es nicht genau so macht wie er, dann ist es scheinbar falsch. Zumindest habe ich in diesem einen Buch doch schwer den Eindruck, dass er das so meint. Das sagt er wirklich ziemlich eindeutig. Und was mich unter anderem an diesem Buch wahnsinnig gestört hat, ist die Behauptung, dass ja alle Förster Fichte pflanzen würden und alle Förster ja überhaupt keinen naturnahen Waldbau betreiben würden und überall nur Holzäcker angelegt werden und kein Mensch ökologische Waldwirtschaft betreiben würde. Scheinbar nur er und so ein ganz paar kleine Ausnahmeförster würden das tun. Und das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten immer weiter vorangeschritten ist. So schreibt er. Das kann ich notfalls auch mit Seitenzahl belegen, wenn es jemand unbedingt genau wissen möchte. Das führt zu einen oder anderen Ein-Sterne-Bewertung auf Amazon. Ich habe extra nachgeguckt, weil man kann es sich irgendwie nicht vorstellen, dass ein studierter Förster nicht weiß, dass das Quatsch ist. Deshalb frage ich mich wirklich, was ist da los? Will er provozieren oder warum ignoriert der, wie kann man einfach die Existenz ignorieren von der Bundeswaldinventur, die uns eben genau dazu Daten liefert, in welche Richtung sich der Wald entwickelt, was in den letzten Jahrzehnten angepflanzt wurde an Holz. Und was Wohleben behauptet, ist schlichtweg völliger Blödsinn, was die Waldentwicklung angeht. Er hat bei vielen Dingen von mir aus auch recht. Und bei manchem ist es nur meine persönliche Meinung, was das gegenspricht, was er sagt. Aber das ist wirklich völliger Schwachsinn. Wir kriegen nicht mehr Nadelholz. Nicht alle Förster pflanzen immer mehr Nadelholz. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, und der dritte Grund für dieses Video ist eine Zuschauerfrage, ob ich nicht mal was über Waldumbau, ökologischen Waldumbau erzählen möchte, kann, soll. und habe gedacht, das packe ich jetzt alles mal zusammen und wir sprechen ein wenig über so die Waldentwicklung, die Waldfläche, die Zusammensetzung von unserem Wald, so mal ein paar Zahlen und Daten abgleichen, die ihr so auch alle relativ problemlos auf Wikipedia finden werdet. Die haben auch nur bei der Bundeswaldinventur abgeschrieben, genauso wie ich. Hab dann hinterher mal nachgeguckt und festgestellt, gut, jetzt hätte ich genauso gut gleich sämtliche Zahlen von Wikipedia nehmen können. Da steht genau dasselbe, was ja auch Sinn macht, spricht in diesem Fall für die Qualität von Wikipedia.
Grundsätzlich gilt ja, dass man keiner Statistik trauen soll, die man nicht selbst gefälscht hat. Deshalb erkläre ich euch jetzt erstmal lieber mal, was die Bundeswaldinventur eigentlich ist. Das ist so, dass da sämtliche forstlichen Forschungsanstalten, sämtliche, also ganz viele Förster, sämtliche Forstunis, also die komplette Forstwissenschaft, wenn man so möchte, plus noch einige private Forschungseinrichtungen, die da unter Umständen auch noch beteiligt sind, alle in den Wald geschickt werden, alle 10 Jahre, denn das Ganze ist natürlich teuer, und auf zig Untersuchungspunkten, die jedes Mal, also jede Dekade, alle 10 Jahre immer an derselben Stelle liegen, die sind mit einem Magnet im Waldboden markiert, dann rennt man mit dem, Metalldetektor durch den Wald, und wenn es dann piep macht, dann weiß man, jetzt ist man an seinem Untersuchungspunkt, und an diesem Untersuchungspunkt misst man eben in einem breiten Umkreis, mit den Details verschone ich euch jetzt, sämtliche waldwachstumskundlich relevanten Daten, die man überhaupt nur irgendwie ermitteln kann. Wie gesagt, von diesen Punkten gibt es viele, deshalb braucht man viel Personal. Für Forststudenten ist das immer eine super Gelegenheit, sich ein bisschen ein Zubrot zu verdienen, weil da jede Menge Hilfskräfte gebraucht werden. Jawohl. Also um es kurz zu machen, das ist halt wirklich eine Statistik, der man ausnahmsweise mal glauben darf. Allerdings ist es ein bisschen interpretationsbedürftig. Es sind ja jetzt bloß reine Zahlen, so ist es. Das haben wir draußen im Walde gemessen. Wie das jetzt jeweils zu verstehen ist und was für Gründe es dann für die einzelnen Zahlen geben kann, ist nochmal eine andere Frage. Und so ein paar Sachen, da kommt es halt eben auf die Definition an. Ein Beispiel, wenn wir sagen, wir haben so und so viel Prozent Mischwald und so viel Prozent Reinbestände, da muss man natürlich erstmal definieren, was ein Mischwald und ein Reinbestand ist, und ich weiß jetzt nicht die genaue Definition, die da bei der Bundeswaldinventur verwendet wurde, aber man kann so sagen, dass ein reiner Fichtenbestand, in dem meinetwegen 10 bis 15 bis 20 Prozent Buche drinstehen, von seinen Eigenschaften her, von seinen ökosystemaren Eigenschaften her auch, schon ein ganz anderer Waldtyp ist, der sich deutlich von einem wirklich komplett reinen Fichtenwald mit unter 5% anderen Baumarten, also Laubbaumarten dann vorzugsweise, doch deutlich unterscheidet, und man kann das dann schon nicht mehr als Reinbestand bezeichnen. Für den, sagen wir mal, Laien wird das wahrscheinlich noch wie ein ziemlicher Fichtenwald aussehen, auch wenn hier und da mal ein Laubbaum darunter steht, wobei bei 20%, das sollte man schon sehen, das sollte euch schon auffallen, dass das kein reiner Nadelwald mehr ist. 10%, tja. Und es ist halt auch nochmal dann die Frage, wenn man jetzt in dieser Statistik fälschen wollte und sie zugunsten des wir haben mehr Mischwald als wir eigentlich wirklich haben manipulieren wollte, könnte man zum Beispiel auch sagen, dass es sich auch dann um einen Mischwald handelt, wenn es sich um einen Nadelholzreinbestand handelt, in dem hin und wieder einzelne Gruppen von Laubholz drinstehen. Sprich, wir haben ein riesiges Meer an Fichte und in der Mitte eine Insel mit Buche. Diese Insel ist relativ groß. Aufs Gesamte gesehen haben wir damit dann 15% Anteil an Buche, aber drumherum ist überall alles Fichte, wo wir dann auch die, ja sagen wir, ökologischen Eigenschaften eines Nadelholzreinbestandes haben. Und vielleicht, ich sage nur vielleicht, ich sage nicht, es ist so, weil ich weiß es nicht, könnte das eventuell ein bisschen eine Rolle spielen. Deshalb auch bei dieser Statistik, so wie bei jeder Statistik, grobe Richtlinie, ja, grober Trend auf jeden Fall. Ganz interessant ist auch bei solchen sich wiederholenden Aufnahmen der Vergleich der Jahre, in diesem Fall 2002 und 2012, weil das wird ja alle 10 Jahre gemacht, wie sich das dann jeweils entwickelt hat. Weil die Daten wurden ja nach der exakt selben Methode am exakt selben Ort erhoben, und der Unterschied in den Daten, der ist auf jeden Fall signifikant, und der kann auch sehr schwer bis überhaupt nicht gefälscht werden. Da dürfen wir uns also sicher sein. Also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, der Anteil des Laubholzes im Vergleich zum Nadelholz hat um 2,8% zugenommen in den letzten Dekade, also in den letzten 10 Jahren, dann ist das definitiv ein Fakt, weil es ja in beiden Jahrzehnten auf die gleiche Art und Weise ermittelt wurde, und darauf können wir uns dann auch verlassen, dass das stimmt. Ob jetzt der Anteil Laub zu Nadelholz jetzt so als prozentueller Anteil 100% richtig ist oder nicht, ist dann ja erstmal,
nicht so erheblich und ich würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig drauf stützen. Es ist immer so bei solchen Statistiken, man braucht halt irgendeinen Anhaltswert. Inwieweit das dann wirklich die Realität absolut zuverlässig widerspiegelt, ist nochmal eine andere Frage. Nichtsdestotrotz, ich möchte es nochmal betonen, die Bundeswaldinventur ist eine sehr, 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 sehr gute Datengrundlage, wenn man über irgendwelche Zahlen zum Wald sprechen möchte. Jawohl, Daumen nach oben. So, jetzt mache ich einen ganz schnellen historischen Abriss durch die Forstwirtschaft und die allgemeine Meinung zu dem, was für einen Baum man eigentlich im deutschen Wald hinpflanzen sollte. Nämlich, fangen wir im Mittelalter an, davor guckt euch meine Forstgeschichte-Videos an, da wisst ihr Bescheid. Aber im Mittelalter war es so, da hat es keine Sau interessiert, man hatte im Mittelalter nicht ein nennenswertes Denken an die nächste Generation. Das war überhaupt nicht großartig verbreitet im Kopf. Man ging ja davon aus, religiös bedingt, dass sowieso bald die Welt untergeht, Jesus vorbeikommt und wir alle gern Himmel oder gegen auch Hölle, je nachdem, was man halt eben an Ablass schön in den Klingelbeutel geschmissen hat, uns bewegen. Ja, war das jetzt religionskritisch? Naja, katholikenkritisch bestimmt, egal. Keinen hat der Wald großartig interessiert, der war eher negativ behaftet und man war gar nicht so böse, dass er dann irgendwann mal weg war, insbesondere in der Nähe der Siedlung. Leider ist er dann irgendwann so knapp geworden, dass es zu Problemen geführt hat und Holz richtig teuer geworden ist und es schwierig war, an Holz ranzukommen. Hat aber immer noch nicht dazu geführt, dass man in nennenswerten Umfang aufgeforstet hat, auch wenn man es damals schon gekonnt hat. Es gab einzelne nachhaltige Waldnutzungsformen, nämlich den Nieder- und Mittelwald. Da hat man im Prinzip die Bäume abgesägt, sie sind wieder ausgetrieben, hat sie wieder abgesägt, sie sind wieder ausgetrieben und dazwischen hatte man dann noch einzelne alte, groß werdende Bäume, meistens Eichen, die dann für andere Zwecke vor allen Dingen genutzt wurden, nämlich als Eichelmast, um zum Beispiel die Schweine in den Wald zu treiben. Gut, dann war das Mittelalter halt irgendwann vorbei, man hatte überhaupt kein Holz mehr und das haben dann erste schlaue Köpfe, zum Beispiel in Versailles oder auch im Fall von uns, ein gewisser Hans Karl von Karlowitz, festgestellt. Das war der Sohn von einer reichen Adelsfamilie, der dann irgendwie dazu gekommen ist, Berghauptmann von Freiberg zu werden, hatte also eine Silbermine zu betreuen und dem ist das Holz knapp geworden, mit dem er die Stollen ausstützen konnte. Davor hat er alle möglichen Reisen gemacht, das hat man damals als Adliger so getan, eine Bildungsreise unternommen durch die bekannte Welt in Anführungszeichen, vielleicht nicht unbedingt gleich noch nach Amerika, aber zumindest in Europa war er fast überall, in den zivilisierteren Gegenden und hat da alles Mögliche gelernt und hat halt ein Buch geschrieben, Anleitung zur wilden Baumzucht, Holzzucht oder Baumzucht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der überlieferte Titel, der auch ganz groß auf dem Einband draufsteht, ist Silvicultura Ökonomika, so viel wie ökonomische Waldwirtschaft. Ihm ging es darum, Holz war knapp, man brauchte neues Holz, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Nichtsdestotrotz hat er die Nachhaltigkeit, erstens den Begriff und zweitens den Grundgedanken publik gemacht, dass man in irgendeiner Form nur so viel Holz nutzen kann, wie in der gleichen Zeit auch nachwächst. Ab da wurde dann ordentlich aufgeforstet, was dazu außerdem noch dadurch begünstigt worden ist, dass man ja die Kohle entdeckt hat und dann die Kohle als alternativer, besserer Energieträger, zumindest für Dinge, die mit Heizen zusammenhingen, überwiegend verwendet wird. Es gab also eine gewisse Entlastung für die Wälder und mit der Industrialisierung kam halt eben auch eine Entlastung der deutschen Fläche, wenn man so möchte. Man musste also nicht mehr jedes bisschen halbwegs brauchbares Weideland auch als Weideland verwenden, sondern man konnte da zum Teil auch wieder Wald draufstellen, weil so viel Weide gar nicht notwendig war. Auch brauchte man weniger Fläche für die Landwirtschaft, weil halt eben mit dem tollen, immer besser werdenden Dünger immer höhere Erträge erzielt werden konnten und so Grenzböden, die nicht besonders fruchtbar waren, wurden dann oft wieder aufgeforstet, weil irgendwas muss man ja draufstellen und das war dann Wald. Wieder aufgeforstet hat man mit Nadelbäumen aus mehreren Gründen. Erstens bringen die viel Geld, zweitens machen die einen schönen geraden Stamm, der einfach zu ernten und einfach zu bearbeiten ist und drittens wachsen die schnell. Man hat in den Anfangstagen der Forstwirtschaft um 1830, 1840, 1850 rum auch entsprechende wichtige Publikationen diesbezüglich erlassen und es kam auch die Bodenreinertragslehre auf, die besagt, dass man umso mehr Geld aus einer definierten Menge Boden herausziehen kann, je kürzer die Umtriebszeit ist, mit der man da
großes Holz heranziehen kann, das man dann wieder umhauen kann. Und die Baumart, die diese Umtriebszeitverkürzung optimalerweise gebracht hat, ist die Fichte. Konnte man alles wunderbar berechnen. Derjenige, der daran schuld ist, sind übrigens zwei Leute, die ich jetzt namentlich doch mal nennen möchte, damit sie sich im Grabe umdrehen mögen. Nein, man wusste es damals nicht besser. Die Leute können nichts dafür und waren schon gute Wissenschaftler. Aber Jutaich und Pressler, beide aus Tharandt. Tharandt kennt keine Sau, ist ein winzig kleiner Ort. Die Wiege der Forstwissenschaft, muss man sagen, in einem winzig kleinen, sehr schattigen Tal bei Dresden. Wie dem auch sei, lange Zeit, obwohl es einzelne Stimmen gegeben hat, die gemeint haben, hu, vielleicht doch nicht nur Nadelholz, galt das mehr oder weniger als Nonplusultra. Erst so mit Aufkommen der Naturschutzbewegung, Mitte des 20. Jahrhunderts, grob kann man sagen, wurden sich die ersten Gedanken gemacht, dass es doch irgendwo nicht sein kann, dass man hier nur überall solche völlig naturfernen Wälder hat. Überhaupt der Begriff der Naturnähe, um jetzt ein bisschen die Brücke zum ökologischen Waldumbau zu schlagen, kam erst auf, als man überhaupt geforscht hat, was denn überhaupt natürlich ist. Forschung in diese Richtung hat zum Beispiel die Vegetationskunde betrieben, die dann ja auch überlegt hat, was ist denn jetzt die natürliche Waldgesellschaft, wie würde denn ein natürlicher Wald aussehen und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem natürlichen Wald und einem Forst. Zu der Zeit hat man auch wirklich ganz klar auch definiert schon, es gibt einen Forst, also einen Holzacker, und einen Wald, der im Wesentlichen gar nicht so sehr ökonomisch nutzbar ist, wo die Holzmacherei schwierig möglich ist und so weiter. Und so ein Forst war auch wirklich massiv als Wirtschaftsraum ausgelegt. Ja, aber die Naturschutzbewegung hat Fortschritte gemacht, unterstützt eben von verschiedenen biologisch-vegetationskundlichen, ökologischen Forschungsergebnissen. Überhaupt die Ökologie, der Begriff, wenn man so möchte, ist glaube ich auch erst in den 60ern aufgekommen und hat sich dann erst immer weiter ausgebreitet und bis erst ab 18, wirklich populär wurde das Ganze erst so um die 2000 darum, davor ist es so ein bisschen losgegangen. Wichtig ist immer, wenn man sich die Naturschutzgeschichte anguckt, das Jahr 1992, da war nämlich diese ganz, ganz bahnbrechende Konferenz in Rio de Janeiro, wo sie alle möglichen Abkommen geschlossen haben, wo es im Prinzip darum geht, dass die Welt als solche begriffen hat, dass sie die Welt als solche irgendwo schützen muss. Ganz einfach formuliert, das ist ja kein historisches Video. Aber spätestens ab diesem Punkt, ab diesem 1992, gab es dann auch ein Umdenken in der Forstwissenschaft, wo es dann so langsam, aber sicher kein spinnerischer Gedanke mehr war, dass man mehr Mischwälder haben möchte und einen höheren Laubholzanteil im Wald, sondern es gab immer mehr erste Publikationen diesbezüglich, dass das doch gut sei. Und ja, wie sage ich das jetzt am blödesten? Es kam halt einfach immer mehr Gedanken auf, die sich dann durchgesetzt haben, die dafür sprachen, warum denn jetzt Laubholz im Nadelholz eine bessere Idee ist. Zum Beispiel eine ganz einfache Grundüberlegung, die sicherlich jeder nachvollziehen kann, stammt so aus der Landwirtschaft. Da hat man nämlich auch schon im Mittelalter und zum Teil sicherlich auch noch früher gewusst, dass man am besten mehrere verschiedene Arten von Früchten auf seinen verschiedenen Feldern, die man so hat, heranzieht, weil wenn aus irgendwelchen Gründen in einem Jahr der Hafer nicht gedeiht, dann hat man immer noch die Gerste. Und so, das war auch einer dieser Gedanken, die man zum Beispiel auf den Wald auch umgeworfen hat, nachdem es dann auch immer größere Schadereignisse in diesen Fichtenreihenbeständen gegeben hat. Vom Waldsterben will ich jetzt gar nicht mal anfangen, was ja dann in den 70ern und 80ern und in den 90ern noch so ein bisschen auslaufend, auch wenn das Medieninteresse nicht mehr so groß war, für enorme Hysterie gesorgt hat, dass man da ja auch wahnsinnig Angst um die Nadelholzbestände hatte. Sämtliche Fichten ja gestorben sind und man ja davon ausgegangen ist, dass man bis 2000 überhaupt keinen Wald mehr haben wird. Es gibt da so eine wunderbare Dokumentation, die ist unglaublich interessant, wo sie dann irgendwelche
überaus schlechten Animationen, also aus heutiger Sicht technisch schlecht umgesetzt, von Schwarzwald ohne Bäume gemacht haben und da Horrorszenarien aufstellen, wie es im Jahre 2000 im Wald aussehen würde. Gut, jedenfalls ist das ja nicht passiert, wie wir alle wissen. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt so in den letzten 20 bis 30 Jahren, die wir wahrscheinlich alle, die hier zugucken, so halbwegs miterlebt haben sollten, bis völlig komplett miterlebt, plus die Zeit davor. Ich weiß ja, ich habe ja auch ein paar ältere Zuschauer, was ich auch sehr schön finde. Ich persönlich kann wohl so sagen, dass ich die letzten 20 Jahre halbwegs bewusst mitbekommen habe, wie dem auch sei. Die letzten 20 Jahre sind auch ziemlich gut dokumentiert, was die Waldentwicklung angeht. Man könnte sagen, die letzten 10 Jahre sind nochmal ganz, ganz hervorragend dokumentiert, aber wir wissen inzwischen einiges. Und damit habe ich jetzt wirklich genug Vorgeplänkel abgeliefert und darf jetzt mal hier auf meinen Zettel gucken und euch jetzt wirklich mit den im Titel versprochenen Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Wald auf die Nerven gehen. Und zwar hat Deutschland aktuell eine Waldfläche von 32% der Bundesrepublik. Wir haben 14,4 Millionen Hektar Wald. Das klingt nicht nur viel. Das ist also auch objektiv viel, nicht nur relativ viel. Und 90 Milliarden Bäume. Wobei ich nicht weiß, wie man auf diese Zahl genau gekommen ist. Aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Es gibt die Zahl, dass es wohl circa 90 Milliarden Bäume sein werden. Fragt mich dazu aber bitte keine Details mehr, weiß ich nicht. So, 32% Waldfläche in der Bundesrepublik Deutschland. Das klingt jetzt erstmal, ist das jetzt viel oder wenig, wird sich jetzt der eine oder andere von euch fragen. Und man muss sagen, auch wenn viele anderer Meinung sind und ich ja auch entsprechende Kommentare lese, wir haben ja so wenig Wald und ach Gott. Wir haben damit eigentlich sehr viel Wald. Übrigens, die Waldfläche hier, das ist jetzt juristisch gesehen. Wald ist eine mit Forstpflanzen bestockte Fläche, laut Waldgesetz. Und nach dieser Fläche, die kann man ja auf Karten nachgucken, das ist genau eingezeichnet, das ist jetzt Wald. Nach dieser Fläche geht jetzt auch eben diese Zahl, diese 32% aus. Da sind also auch noch so ein paar kleine Waldwiesen dabei. Da wird der eine oder andere Bachlauf dabei sein und der eine oder andere Holzlagerplatz. Also das ist jetzt nicht alles nur Waldboden, aber fast. Und ich muss mich kurz ein bisschen anders hinhocken, labere aber in der Zwischenzeit weiter. Für unsere Bevölkerungsdichte, die wir in Deutschland haben, ist 32% Waldfläche wirklich enorm hoch und man kann sich da international gesehen eigentlich nicht beschweren. Natürlich kommt es besser, wenn man irgendeine Naturschutzorganisation ist und die ganze Zeit nur am Meckern ist, weil sonst kriegt man ja gar keine Spenden. Daraus finanziert man sich ja und dann kann man ja nicht sagen, hey, wir haben in Deutschland eine richtig hohe Waldfläche. Dann muss man eher sagen, wir machen uns große Sorgen um den Wald, denen geht es ganz furchtbar. Und die Waldfläche ist unglaublich niedrig und wir brauchen viel mehr Wald. So, ein Drittel von unserem doch recht durchorganisierten und durchstrukturierten Land ist immer noch Wald. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, und dann möchte ich an dieser Stelle auch noch unbedingt darauf eingehen, dass ich auch häufig in den Kommentaren zu irgendwelchen rechtlichen Videos lese, ja, man darf ja überhaupt nichts im deutschen Wald und man darf nicht mal in der Natur einfach so übernachten und so weiter und so fort. Es ist so, das darf man auch in fast jedem anderen Land, das einigermaßen hochentwickelt ist, wenn man so möchte, und eine hohe Bevölkerungsdichte hat und viel Geld hat und eine, sagen wir mal, gut funktionierende Regierung, ein Rechtsstaat, darf man das in allen diesen anderen Ländern auch nicht. Das kommt also für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr das deutsche Mecker-Phänomen durch, dass wir ja sehr gerne auf sehr hohem Niveau rumnörgeln. Was zum Beispiel immer gerne auch genannt wird als Vergleich, aber in Schweden darf man das ja auch alles. Jetzt nehmen wir also einfach mal Schweden raus und vergleichen mal Schweden und Deutschland. Schweden hat eine Einwohnerzahl von vielleicht 5, 6, 7, von mir aus auch 10 pro Quadratkilometer. Wir haben irgendwas um die 300, soweit ich weiß. Merkst du was?
Es ist grundsätzlich so, das ist jetzt eine These von mir, auch wenn ich die jetzt nirgendwo genau sagen könnte, wo das jetzt in welchem wissenschaftlichen Buch das drinsteht, aber ich denke, wir können uns, glaube ich, ganz gut darauf einigen. Das Ökosystem als solches kann einen gewissen Eingriff durch den Menschen vertragen. Man kann da viel Unsinn mit anstellen, man kann Gift reinkippen, man kann Teile des Ökosystems rausreißen, man kann es anzünden, man kann sonst was Schlimmes mit anstellen, man kann das gesamte globale Klima verändern. Das Ökosystem als solches in seiner Zusammensetzung und seiner Art, wie es halt irgendwo besteht, beispielsweise ein Wald, verträgt eine ganze Menge. Aber irgendwann ist es halt eben zu viel. Und wenn man jetzt in Schweden sagt, jeder darf in die Natur gehen und dort ein Feuer anmachen. Nehmen wir mal an, jeder würde das tun. Schweden ist groß, Schweden hat wenig Einwohner, ein paar Hansele auf einen Quadratkilometer, die dann tatsächlich da wirklich mal jeder ein kleines Feuerchen anzünden. Was passiert? Nichts. Denn in Schweden brennt der Wald auch nicht so schnell, weil da regnet es häufig. Es ist nicht so einfach, da den Wald anzuzünden. Es gibt Situationen, in denen das geht. Und in diesen Situationen, in denen das geht, und das weiß auch kaum jemand, ist es streng verboten, da ein Feuer zu machen. Es ist also nicht so, dass du in Schweden einfach immer und überall ein Feuer machen kannst. Es gibt auch in Nationalparks Ausnahmen, in denen man kein Feuer machen kann. Also gerade die Regionen, wo man gerne spazieren gehen möchte und als Wanderer unterwegs ist, da gibt es oft Restriktionen, wie das mit dem Feuermachen funktioniert, weil in diesen Regionen dann ja eben viele Leute unterwegs sind. Und sobald viele Leute ein Feuer machen wollen, funktioniert das nicht mehr. Das Jedermannsrecht funktioniert nur so lange, solange sich jeder Mann über das gesamte Land verteilt und immer nur eine geringe Dichte an jeder Männer unterwegs ist, die das Jedermannsrecht in Anspruch nehmen. Und wenn du jetzt in Deutschland sagen würdest, ha klar, jeder darf im Wald Feuer machen, dann haben wir wie viele Millionen Deutsche, die im Wald ein Feuer machen und keine Ahnung davon haben? Ich kann es nicht verstehen, wie irgendjemand das für eine gute Idee halten kann. Ich tut mir leid, normalerweise versuche ich ja immer tolerant gegenüber denjenigen, die bei mir einen Kommentar hinterlassen zu sein, aber diese Rechnung verstehe ich nicht. Wie kann man Schweden und Deutschland da einfach so gegenüberstellen? Das ist absolut nicht zu vergleichen. So, das als kleinen Aufreger zwischendurch. Ich wechsle mal den Akku und dann laber ich weiter.